Dieses Auto wird gebaut, wenn ihr das möchtet. Wir stehen hier neben dem Konzeptfahrzeug von BMW, dem Skytop. Ein Fahrzeug, mit dem so ein bisschen die Kunst des Fahrzeugsdesigns, das Reisen in einem Cabrio zelebriert werden soll, also quasi einfach die schönen Dinge im Leben, und BMW so ein bisschen zeigen möchte, was sie denn alles können. Es verwundert jetzt auch nicht, dass dieses Fahrzeug ausgerechnet zum Concorde d'Elegantia am Comer See enthüllt wurde, denn genau da passt dieser Wagen natürlich auch allerbestens rein. Als Inspiration diente so ein bisschen der Z8, aber ebenso auch die Boote, die auf dem Comer See unterwegs sind. Fällt vor allen Dingen auf, wenn man das Fahrzeug einmal von oben betrachtet. Die Basis bildet ein 8er Cabrio. Dieses Fahrzeug wäre demnach auch quasi fahrbar. Aber schauen wir ihn uns doch erstmal in Ruhe an. Wir haben hier an der Front eine Shark Nose par excellence, eine weit nach vorne gezogene Front, die dann eben ein bisschen nach unten abfällt. Das Ganze auch noch zusätzlich spitz vorne zusammenläuft. Ich finde, das gibt dem Wagen wirklich einen energischen, aber auch ziemlich coolen Blick. Gerade nochmal unterstützt durch diese schmalen Leuchten mit der beleuchteten Niere. Luftauslässe hier auf der Motorhaube, da sind schon sehr viele schöne Style-Elemente nach meinem Geschmack drin. Wir haben eine Mischbereifung, bedeutet, wir haben vorne eine 20 Zoll Felge, wir haben hinten aber dann dafür eine 21 Zoll Felge. Und ansonsten sehr viele klare Linien, gar nicht so verspieltes, ja gar nicht zu verspieltes Blech, nicht zu viel Knicke drin, sondern sehr klar und clean gehalten. Und wie man sieht, ist das hier eben ein Targa-Fahrzeug. Das heißt, man hätte zwei Module, die man ein- und ausbauen kann. Und das war deswegen wichtig, damit man das auch machen kann, wenn man alleine unter dem Fahrzeug unterwegs ist und eben nicht gerade zu zweit. Etwas, wo ein bisschen die Kunst frei zur Verfügung stand und wo man so ein bisschen experimentieren konnte, sieht man hier oben. Denn das muss ich sagen, das ist das erste Mal, dass ich das bei einem lackierten Fahrzeug so sehe, dass man hier einen Farbverlauf drin hat. Das geht nämlich langsam in diesen grau, leicht beige-stichigen Lackton über, in einem wirklich, ich dachte erst, es wäre eine Spiegelung, deswegen finde ich es echt sagen, sehr schicker Farbverlauf. Dann dieses schwertartige Designelement hier, das soll eben nochmal an so ein Boot erinnern. Wenn man von oben guckt, dann wird das auch nochmal auffälliger. Hier im Kofferraum lassen sich dann die zwei Targa-Teile verstauen, von dem Verdeck eben. Und zusätzlich hat man auch noch Platz für zwei Handgepäckskoffer zum Beispiel. Auch hier hinten dürfen diese schmalen Leuchten nicht fehlen. Und da sieht man dann eben wieder diese Anleihe an den Z8. Und dann auch sonst wieder ein sehr clean gestaltetes Heck mit richtigen Endrohren, einem leichten Diffusor, damit dieser sportliche Look nicht zu kurz kommt. Das Ganze aber in einem Chromton gehalten und hat dadurch auch einen sehr klassischen Design, ja, einen sehr klassischen Look erhalten. Auch diese Felge, das ist natürlich auch ein ganz besonderes Design, das eben nur für dieses Konzeptfahrzeug entwickelt wurde. Sogenanntes Lamellendesign, so nennt BMW das. Und jetzt würde ich sagen, werfen wir doch einmal einen Blick in den Innenraum. Hier im Inneren hat sich die BMW-Manufaktur einmal so richtig ausgelebt und hat sich für rotes Leder entschieden, in Handarbeit natürlich verarbeitet, und es riecht hier drin auch richtig schön nach Leder. Sie haben sich auch für eine Budapester Stickerei entschieden, das sieht man vor allen Dingen auch hier an den Sitzen. Besonders auffällig ist eben, dass so ziemlich alles hier drin beledert ist. Also das fängt sogar schon hier an all den Seitenteilen an, hier in der Mittelkonsole, die Abdeckung hier. Sogar in der Tür sieht man, dass die Lautsprecherverkleidung ebenfalls komplett beledert ist. Und da, wo man vielleicht mal ein paar Chromdetails oder gar Klavierlack findet, ist eben dann auch alles in diesem Rotton gehalten. Das sticht natürlich noch mal ein bisschen mehr hervor, hat deutlich mehr Extravaganz und passt zu so einem Konzeptfahrzeug natürlich ziemlich gut. Ebenso wie, Swarovski kennt man bei BMW jetzt schon, aber nicht in dieser bunten, leuchtenden Gestaltung. Das gibt eben noch mal deutlich mehr Farbspielraum her, passt sich natürlich auch wunderbar an dieses rotbraune Leder hier drin an. Selbst hinter den Sitzen hier
auch alles komplett beledert mit einem kleinen Taschenhaken. Also wenn der Sitz ein bisschen weiter vorgefahren ist, könnt ihr gerade als Frau man da wunderbar eine kleine Handtasche positionieren. Und selbstverständlich könnte man hier hinten auch noch eine Scheibe hochfahren, damit eben dann, wenn auch das Verdeck geschlossen ist oder auch nicht, der Luftzug hier nicht einem durch den Nacken weht und im Zweifel noch die Frisur ruiniert. Ich bin ja ein absoluter Cabrio-Fan und mir gefällt es richtig gut, wie langgezogen und gestreckt dieser Wagen ist. Mit nicht zu viel, aber genau der richtigen Menge an Details, dass es noch ordentlich stilvoll wirkt. Wovon ich auch ein Fan bin, dass, wenn dieses Fahrzeug jemals kommen würde, er vom stärksten V8 angetrieben wird, den die 8er Reihe aktuell hergibt. Und ich habe ja am Anfang auch gesagt, dieses Auto wird gebaut, wenn ihr das möchtet. Denn BMW sagt, wenn wir genug Interessenten für dieses Fahrzeug haben, dann würden wir es als Kleinserie bringen. Und ich fände es ja richtig schick, wenn man den auf der Straße sehen würde. Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, das wäre eher ein Sammlerfahrzeug. Und wahrscheinlich sollte man an dem Tag Lotto spielen gehen, wenn man den dann mal wirklich auf der Straße fahren sieht. Und da bleibt natürlich auch noch die Frage Preis und Stückzahl. Tja, da können wir alle mal ein bisschen raten. Stellt euch doch einfach mal den höchsten Preis vor, den ihr euch für den Wagen vorstellen könnt. Verdoppelt den und dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ein bisschen träumen dürfte man aber ja noch, oder? Musik.